Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom, Das Königreich der Lüfte. Und ich habe hier mal so ein bisschen mikrofontechnisch umgebaut. Ich hatte das Mikro doch ein bisschen zu sehr in dieser Richtung stehen gehabt. Wenn ich dann so gucke, spreche ich immer neben das Mikro und das ist nicht so gut. Ich hoffe trotzdem, dass man mich einigermaßen verstehen konnte und auch in den vergangenen Aufnahmen. Das ist immer so ein bisschen schlecht, wenn man sich selber so beim Aufnehmen nicht so direkt sieht. Ich meine, gut, ich habe hier einen Monitor, einen zweiten Monitor stehen. Ich muss dann halt so rüber gucken. Bei dem Augenblick, wenn ich da rüber gucke, dann spreche ich in die richtige Richtung. Also ne, so war das in den anderen Aufnahmen. Da habe ich so, alles in Ordnung. Aber wenn ich dann hier in Richtung Spiel gucke, dann sieht diese Welt schon wieder anders aus. Und naja, es ist halt nicht alles so immer so optimal und hat nicht immer so alles so hundertprozentig im Blick. So, dann haben wir gesagt, aber weiter. Nehme ich dann die Aufnahme mir angeguckt habe, die ich da fabriziert habe. Ich dachte, nee, das kann so nicht bleiben. Da muss ich schnell noch umbauen. Ja, dann hatte ich das glücklich umgebaut, wollte aufnehmen und sagt mir Steam irgendwie, ja, Cloud synchronisiert nicht. Ich denke so, was ist heute wieder los? Samstag, übrigens der vorletzte Samstag dieses Monats im September. Ich habe nochmal extra nachgeguckt, der 31. September? Quatsch, August, was rede ich? Der 31.8. ist der letzte. Letzte Samstag für dieses Jahr im August. Mein Gott, bin schon wieder voll und durch. Ja, und dieser vorletzte Samstag verabschiedet sich dann wieder mal direkt mit 30 Grad. Beziehungsweise fängt damit an. Ja, genug geredet. Wir machen hier mit dem Spiel weiter. Ich glaube, das ist sinnvoller. Sollte mit dem Meckern aufhören. Bin ich wenigstens im Blick jetzt da mit dem kleinen Bild. Ja, das sieht einigermaßen gut aus. Naja, wie gesagt, also Mikrofon umgebaut, alles umgebaut und Cloud synchronisiert jetzt Gott sei Dank wieder. Ich überlege hart, ob ich das mit der Cloud-Synchronisierung nicht abschalten sollte. Weil ich schleppe meine Spiele nicht durch die Weltgeschichte. Ich brauche also nicht irgendwo anders. Irgendwo eine Cloud, ne, wo ich dann halt drauf zugreifen kann, um da die Spielstände nutzen zu können. Das ist nicht erforderlich. Lass uns kurz gucken, wir sind mit der richtigen normalen Geschwindigkeit unterwegs. Jo. Dann schnell mal auf die Karte geguckt. Ich muss noch ein bisschen mehr nach rechts. Steuerbord. Also zumindest ist das bei der Luftfahrt auch so oder gelten da andere Begrifflichkeiten als es bei der Seefahrt? So, da sind irgendwie. Ich finde das ja schön, dass das hier angezeigt wird, ne, wenn man hier mit der Maus drüber geht, dass man das gerade berührt. Noch toller würde ich es finden, wenn hier aufploppt, was das denn ist. Ich meine, hier sieht man es, ne, das sind Bäume. Hier, das kann alles Mögliche sein. Das kann Lehm sein, das kann Dickicht sein, das kann, ich weiß es nicht, sein. Schwierig. Nun gut, nahrungstechnisch sieht es noch gut aus. Wassertechnisch, ist noch in Ordnung. Bauen können wir zur Not auch. Entsprechende Materialien sind vorhanden. Jetzt nicht endlos, aber immerhin. Und wir... Was zu forsch. Machen wir das mal so. Da ist wieder so ein Farbtopf. Ja, da könnte ich wieder anfangen, hier Dinge zu verschönern. Will ich jetzt aber gerade gar nicht. Das mit unseren Leuten hier, die sind. Die haben nichts zu tun. Die sind unterwegs. Ja, die haben immer noch Halloween, ist auch in Ordnung. Sind wir jetzt? Die Insel hier? Oh, ja, meint es vielleicht nicht zu sein? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher.
Wir sind halbwegs in dem Gebiet. Was ist das? Schillernde, so, das sind die schillernden Teiche. Ich hätte jetzt das hier interessiert. Die schillernden Teiche sind mir hier. Ja. Also wir haben neue Farben gefunden. Ja, das ist ja schön. Ja, nehmen wir mit. Bin ich ja nicht abgeneigt. Der Goldhain, da ist er. Da ist er. Ein kleiner Hain aus goldenen, schillernden Bäumen umgibt eine Ruine der Alten. Nirgendwo hatte je jemand solch herrliche Pflanzen erblickt. Dass sie aus den Ruinen sprossen, machte sie nur noch wundersamer. Vor diesem Anblick gingen wir auf die Knie. Auszug aus Funde in alten Ruinen von Muluap, dem zweiten Chronisten. Dies sind die Goldbäume. Juhu. Der Goldhain immer noch. Dies sind die Goldbäume von Karl Daur. Wir ernten einen Setzling, stets darauf bedacht, den Hain nicht zu stören. Wir müssen ihn ins Königreich Ruthula zurückbringen. Dann kommt der gleiche Text nochmal. Wir werden nach Ruthula zurückkehren. Ja, machen wir. Das ging jetzt aber zügig. Wir mussten da jetzt nicht großartig irgendwie was ernten. Ich hätte erst gedacht, dass wir vielleicht damit runterfliegen müssen mit unseren Fliegern, aber nein. Das scheint nicht notwendig gewesen zu sein. Wird hier irgendwas hier angezeigt? So als besonderer Input, eine besondere Lagerung oder so? Aber nö, auch nicht. Gut. Dann, ich klicke hier nochmal an. Ja, nee, das ist in Ordnung. Wir sind auf dem Weg zurück nach Ruthula. Was sagen unsere Ressourcen? Auf den ersten Blick würde ich sagen, alles in Ordnung. Wo ist Ruthula? Dortens. Da steuern wir so gar nicht drauf zu. Im Augenblick. Moment. Auch diese Richtung wäre richtiger. Kann das sein? Das ist das Wäldchen. Komme ich hier weit genug raus, um hier was sehen zu können? Nicht wirklich. Wir sind aber einigermaßen auf dem Weg. Ach, hier, da. Jetzt hatte ich mich hier. Das sind wir. Das ist die Markierung. Was ist heute los? Ich bin verstrahlter als sonst. Das ist nicht gut. Da hinten ist Ruthula. Flieg dahin. Schnell. Ja, ich weiß, zu weit weg. Wir müssen das trotzdem hin. Flieg schneller. Wenn wir hier den wieder machen, dann sparen wir uns ein bisschen Zeit. Damit ich nicht auf dreifach gehe. Ja, das wäre eine gute Fluggeschwindigkeit. Mal so ganz nebenbei bemerken. Also die würde ich stark bevorzugen. Das ist. Hallo. Das wäre geil. Nahrungstechnisch sieht es einigermaßen gut aus. Aber mit dem Wasser kommen wir noch hin. Was sagt unsere Kohle? Ja, 123. Hunger verbessert, immerhin. Erhöht das Ressourcensammeltempo um 50%. Das ist schön. Ah, der pausiert dann. Das ist auch cool. Technologiebaum öffnen. Ach, jetzt nicht mehr. Jetzt wird nicht mehr. Dann mache ich jetzt auch hier Pause. Damit ich mir das Ganze mal hier in aller Ruhe anschauen kann. So, das war. Nee, das war die Hangar-Geschichte. Da. Was haben wir gemacht? 32 Stunden brauchen die, um das auf 20% zu erhöhen. Bei 32 Stunden ist schon eine Ansage. Auf der anderen Seite ist das unter Umständen genau das, was wir benötigen. Was ist das? Und die Lehmhütten. Lagerung. Ich würde sagen, wir machen ja diese Geschichte in 8 Stunden 24%. Wir haben das Teil zwar noch nicht, aber wenn wir es haben, dann hat es direkt 25% mehr.
Lagerkapazität, dann ist das auch erstmal soweit klar. Auftrieb, ja, könnte man machen. Achso, die Verringerung. Ne, hier, das meinte ich jetzt hier. Das wäre natürlich auch so ein Punkt. Dauert aber auch 32 Stunden. Nichtsdestotrotz wäre das eine Möglichkeit. So. Wie weit sind wir von dem Ort entfernt? Ich geh mal hier auf normale Geschwindigkeit. Vorsichtshalber. Und ich gehe stark davon aus, dass die gute Königin dann direkt nächste Aufträge für uns hat. Das wird es nicht gewesen sein hier, von wegen ja nur irgendwie die den Setzling da besorgen. Ja, die Lehmhütte kann nicht weiterarbeiten, weil entsprechend Lehm fehlt. Wir haben 37. Das ist erstmal ganz in Ordnung. Kann man die ausschalten? Moment. Verwandelt Lehm in... Was hatte ich gesagt? Lehmziegel. Arbeiter wohnen wegen der Abgase nicht gerne. Das ist bekannt. 3 zugewiesen. Abreißen, nein. Passe Motiv an. Jo, nicht. Mit Kamera fixieren. Ich kann da keine, also ich kann jetzt nicht sagen, hier irgendwie bitte aufhören mit der Produktion oder, ne, also produzieren tun die ja eh nicht mehr, weil hier, ne, kein Lehm. Aber ich kann die Arbeiter nicht abziehen. Ich kann das nur abreißen. Ich kann hier nichts pausieren. Was ist das denn? Das ist ein bisschen sehr... Oh, nee. Sorry, missverständlich gewesen. Das ist erstmal komplett durchgerüttelt hier. Ah, wir sind so schwindelig. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz hier raus. Das ist echt wild. So, Königreich Rutula. Die Rutulaner beginnen ihr großes Gewächshaus neu zu bepflanzen. Während es gedeiht, sprießen in der Nähe neue Haine, in denen wir Holz ernten können. Das ist cool. Einige weitere Rutulaner schließen sich uns an. Auch das ist in Ordnung. So. Nun, da der Hain neu gepflanzt wurde, sind die Rutulaner von der Prophezeiung überzeugt. Sie verbünden sich mit uns. Coole Sache. Um unser Bündnis zu besiegeln, müssen wir einen Himmelshafen bauen. Es war so klar, dass da noch was kommt. Und ihr Königreich mit unserem verbinden. Zu erkennen, dass unsere Pfade nun zu einem verschmelzen, war für alle ein besonderer Moment. Und alle wussten, dass die Zeit drängte. Okay. Auszug aus Verwirklichung der Prophezeiung von Muluab, dem zweiten Chronisten. Baue einen Himmelshafen. Dies erfordert Arbeit, Ressourcen und Zeit. Wir benötigen 20 Holz. Das kriegen wir hin. Darüber hinaus 10 Lehmziegel. Das kriegen wir auch hin. Schicke 2 Arbeiter für 2 Stunden. Das sollte auch möglich sein. Machen wir. Dies erfordert Arbeit, Ressourcen. Ja, wir warten, bis der Bau beendet. Das ist klar. Kein Problem. Baue den Himmelshafen. Ja, darf ich jetzt während der Zeit nichts anderes machen? Also ich würde mich ganz gerne mal so ein bisschen um mein Fluggedingse da bemühen. Das ist, muss ich hier noch irgendwas anklicken? Wir fragen nach anderen Dingen. Nee, ich will ja hier bauen. Baue den Himmelshafen. Ach! Ich bin noch im Pause-Modus. Wo kann ich denn hier klicken und Dinge tun, wenn, naja, ich frag nicht. Kommen wir trotzdem nicht raus. Müssen wir die ganze Zeit überwarten? Ich mach mal hier den schnellen Vogel oder vielleicht den noch schnelleren Vogel. Geht das? Geht. So. Warum kann man in der Zeit, wo die hier mit Bauen beschäftigt sind, nicht hingehen und sich um das eigene Königreich so ein bisschen kümmern? Ich will ja nicht wegfliegen. Ich will nur gucken.
Vielleicht ein paar Sachen verschönern, vielleicht überlegen, wo kann ich was eventuell schon mal machen, welche Möglichkeiten gibt es hier, welche Möglichkeiten gibt es da, vielleicht ein paar Verschönerungen durchführen, führen, solche Geschichten. Ja? Naja. Okay, wir haben aber noch genügend Wasser, Essen ist auch noch in Ordnung. Und naja, ne? Vor allen Dingen, ich brauche da zwei Arbeiter, ich hätte noch zwei weitere Arbeiter irgendwie abstellen können, die dann vielleicht sich ein bisschen so um Holz kümmern. Maybe wäre das eine Option gewesen? Ja, nein, vielleicht? Ich weiß es nicht. So, okay, genug gemeckert. Unsere Arbeiter haben den neuen Himmelshafen fertiggestellt und so haben wir einen neuen Verbündeten. Ja, wenigstens etwas. Das ist schon mal cool. Ausgezeichnet. Oh, ups. Okay. Wir sind nun verbündet mit Königreich Rutula. Ausgezeichnet. Sehr schön. Oh, da wird gefeiert. Das kenne ich von Online-Spiel her. Ja. Juhu, juhu. Königreich verbündet. Königreich Rutula. Der fertiggestellte Himmelshafen verbindet Rutula nun mit uns und seinen Nachbarn. Außerdem haben sich viele Arbeiter unserer Sache angeschlossen. 24. Wir hatten erst 16, jetzt sind wir 24. 10 sind untätig. Okay, jubelnd. Wir brauchen wieder neuen Wohnraum. Sie wollen uns für jede Stunde plus ein Holz liefern. Oha. Da sie nun mit dem Himmel verbunden sind, dürfte das kein Problem sein. Okay. Wir müssen die anderen Königreiche finden und Bande knüpfen. Dann können alle Völker in kollektiver Harmonie leben und die Prophezeiung erfüllt werden. Wir kümmern uns um andere Angelegenheiten. Ich kann sonst nichts mehr machen, dann klicke ich immer drauf. Okay. Während wir unser Bündnis besiegeln, erzählen uns die Einheimischen noch einen vergessenen Mythos der Alten und ihres Wissens. Den Legenden zufolge zogen drei einzigartige Wunder als Teil des Königreichs der Lüfte über die Himmel. Ein jedes Wunder erstrahlte vor Herrlichkeit und verlieh seinen Erbauern großes Wissen und Geschick. Okay. Doch als die große Hauptstadt verschwand, gingen auch diese Wunder verloren. Den Erzählungen zufolge wurden sie in alle Winde verstreut und liegen nun in Bruchstücken auf dem Land. Vielleicht könnten wir diese Wunder wieder aufbauen, wenn wir einige der Bruchstücke fänden. Wir schrieben jedes Detail über ihre Funktion und ihre vermuteten Positionen auf. Okay. Unsere Prophezeiung geht voran. Wir haben uns mit Rutula verbündet. Ja, das ist mittlerweile bekannt. Auf das Knüpfen unserer Bande folgend sahen wir, wie wundervoll Rutula wirklich war. Der Großteil des Königreichs war erneuert worden und gedieh, wie es einst gediehen war. Auszug aus anfängliche Aufregungen von Muluab, dem zweiten Chronisten. Wir suchen nach Technologieentwürfe. Wir wollen mit Ressourcen handeln. Markt. Was großartig, was handeln? Kann ich da was? Ich müsste Ressourcen vielleicht ein bisschen wieder aufstocken. Wie sieht das hier mit den Entwürfen aus? Wir suchen in den Tiefen unter Rutula nach Technologien. Wir müssen dafür bezahlen, sie ausgraben zu lassen, damit sie im Himmel auch funktionieren. Müssen wir unsere Funde erforschen. Dennoch wären sie ein Anfang. Die Rutulaner hatten dem Wissen der Alten entsagt und waren damit nicht allein, wie wir noch erfahren sollten. Doch viele Plünderer würden Kopf und Kragen riskieren, um Trümmer für unsere Forschung zu bergen, wenn wir ihnen nur ein seltenes Juwel versprachen. Auszug aus unserem Verstand zu erweitern von Munuab, dem zweiten Chronisten.
Glashütte oder Ruder? Glashütte verwandelt Quarz in Glas. Arbeiter wohnen wegen der Abgase nicht gerne in der Nähe von Glashütten. Ja, ich hätte es mir fast denken können. Kaufen für 2 Ruin-Goldstücke, Gedingse, Edelsteine, was auch immer. Und dann haben wir noch mal eine Möglichkeit, einen Ruder zu erwerben. Dafür brauchen wir aber auch 2. Haben wir alles nicht. Dann fragen wir nach anderen Dingen. Was ist hier mit den Ressourcen? Können wir irgendwie handeln? Wir wollen mit Ressourcen handeln. Kein Händler bietet einen fairen Preis, aber ist unsere Verzweiflung groß, können wir mit Verlusten handeln. Rutulanische Händler sind unter größtem Risiko für ihr Leibeswohl in die unterirdischen Ruinen vorgedrungen. Dies spiegelt sich in den Preisen wider. Aus Tagebüchern unserer Reisen von Muluab, dem zweiten Chronisten. Wir wollen Kohle, wir wollen Wasser, wir wollen Nahrung, Lehm, Quarz, Holz, was gibt's sonst noch? Lehmziegel, Glas, Eisen, wir wollen Leinwand. Nö, wollen wir alles nicht. So, okay, das war die Geschichte erst einmal soweit. Mit unseren neuen Verbündeten haben wir jetzt die Möglichkeit, uns, neue Möglichkeiten ergeben sich. Ja, wir können diese Wunder jetzt suchen, also die Bruchstücke davon und hoffentlich wieder was zusammensetzen. Wir haben hier so einen Handelspartner, wir können Technologie erwerben. Dafür müssen wir aber erst wieder irgendwelche Ruinen aufsuchen, damit wir die entsprechenden Dinge finden und letzten Endes dann im Vorrat haben, die wir dann benötigen, um diese Technologien kaufen zu können, also die Entwürfe dafür. Jo, es bleibt weiterhin fordernd, spannend, wie ich finde. Also ich genieße das Spiel sehr. Im Moment kann ich nur sagen, ja, macht durchaus Spaß, macht durchaus Spaß. Die Dinge brauchen natürlich so seine Zeit. Ne? Das ja bei Aufbauspielen generell so. Und ich glaube hier bei diesem Spiel besonders. Ich werde mal schauen, dass ich halt unser Königreich ein bisschen beschleunigt bekomme bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit. Wir haben ja da schon hier einen entsprechenden Entwurf schon mal reinschnuppern dürfen, dass es den gibt, in Erfahrung bringen dürfen. Und dann gucken wir mal. Das wird schon alles werden. Ich bedanke mich für eure Unterstützung, für euer Dabeisein. Ich danke für deine Unterstützung, für dein Dabeisein ganz besonders. Vielen, vielen lieben Dank euch allen. Für den Support auch vielen, vielen lieben Dank an all die Leute, die in der letzten Zeit ein Abo dagelassen haben. Ich habe das sehr wohl registriert und mache es dann meistens so, dass ich mal unter der entsprechenden neuen Folge, die dann veröffentlicht werde, dann so ein kleinen Dankestext in die Kommentarspalte hinterlasse. Ja, also einfach mal nachgucken. Ihr werdet euch da wiederfinden. Ja, das nochmal so ganz nebenbei. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute. Nutzt und genießt die Zeit.